Campfire Stage an den grossen Schweizer Sommerfestivals. Schön war es. Und für die 20 Talente von La Gustave ein grosser Traum, um dort zu spielen. Aber vorher gibt es ein erstes Beschnuppern und eine erste Aufgabe wird verteilt. In 24 Stunden zwei Songs einstudieren und dann live vor Publikum performen. Das, was da sicher viel passiert, ist, dass man ins kalte Wasser gerührt wird. Gustav ist ein Projekt für die Förderung von jungen Musiktalenten aus der ganzen Schweiz. Und wir suchen eigentlich 20 Junge im Jahr aussuchen und die zusammenbringen, die zusammen gehören. Und wir sie vorbereiten während des ganzen Jahres damit sie unter anderem auf der Campfire Stage vierte Stunde ein Showcase machen. Schön, dass sie ein bisschen lockerer können. Und was näher ist passiert, haben wir alle mitbekommen. La Gustave 21 würde heute starten, aber Corona-bedingt müssen wir das digital verschieben. On était un peu triste, c'est clair, mais finalement c'était quand même important aujourd'hui de faire un premier meeting. Als die Absagen kamen, am Anfang, habe ich schon ein bisschen getraut, dass wir das alles nicht erleben können über den Sommer. Im März hat es aber dann gleich noch geklappt, mit live auf der Bühne zu performen. Und auf was freust du dich besonders? Je me réjouis beaucoup d'être sur le Campfire Stage, faire de la musique devant un public, danser. Alle umarmen und sagen, das war top und darauf anstoßen. Und dann eine Seewallage haben, ja klar.